Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, der Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe den ersten Drachen umgenietet, indem ich ihn hierher beschworen habe, dann ist er hier gelandet, dann habe ich ihn erschlagen. Das gleiche versuche ich jetzt mit denen, aber ich muss erstmal warten, bis meine Macht wieder da ist. Ich musste gerade eine halbe Stunde weiterspielen, weil ein Bug passiert ist. Und zwar bin ich dann mit dem Drachen geritten und bin außerhalb des Levels gelandet. Und bin in der Luft stecken geblieben. Eigentlich nicht so sonderlich schön. In der Luft stecken zu bleiben. Ich kann ja mal gucken, ob ich ihn treffe. Ja, der hat gesessen. Sehr schön. Dann sucht sie jetzt einen Landeplatz. Mist. Man steigt wieder ab. Warum? Ich befehle dir zu landen. Weil ständig kam nämlich, du kannst dies während eines Kampfes nicht benutzen. Ja, vielleicht geht das ja so. Es hat funktioniert. Cool. Mirag ist tot. Getötet von Hermaeus Mora. Die Frage ist, wie entkommen wir ihm? Ich habe jetzt übrigens nicht da was angeklickt. Oh, ich befinde mich... Ah, ein Rahmenfeld. Hm. Scheint ja im Moment wie immer zu sein. Finde Varuna, ja, danke. Das muss ich machen. Ja, einige sind ja überhaupt nicht mehr, nicht so richtig. Ich würde sagen, wir machen den einen Auftrag, gehen jetzt dahin. Wie sieht es gewichttechnisch aus? Viel zu schwer. Das heißt, ich warte einfach mal ein paar Stündchen. Noch 3 Stunden mehr. Hopp, 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 da sind sie. Eure Taten waren ein wahrer Segen für uns, Serio. Hier ist viel mehr los, seht es euch an. Gold, 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 Gold. Was brauchen wir nicht? Theoretisch könnte ich auch Diamanten verkaufen. Drachenknochen sind sehr heftig. Ich habe übrigens Mira komplett ausgenommen. Wir haben seine Rüstung. Hm. Dorskop Level. So, den... Das lassen wir so. Gut, reicht. Wenn ihr Vorräte braucht, wisst ihr, wir haben jetzt auf jeden Fall deutlich weniger jetzt. Verdammte Asche. Verdammte Asche. So, wir werden uns nicht allzu lange mehr in Solzheim aufhalten. Denn viel gibt es hier nichts mehr zu tun. Ich muss auf jeden Fall hier nach oben ins Skaldorf. Tja. Ich glaube, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt mir so eine...
wenn ich die seine Fähigkeit entfernen lasse. Da weiß ich nicht, was passiert. Kann ich denn die neu auswählen, die Punkte, die ich habe? Ach, Sophia ist wieder da. Cool. So, jetzt muss ich mit jemandem sprechen. Mir ist nicht nach Plaudern zumute, Fremdling. Einer der Skal ist verschwunden. Wer ist verschwunden? Baldur Eisenformer. Als unser einziger Schmied ist Baldur für unser Dorf sehr wichtig. Ist zum Zeitpunkt seines Verschwindens etwas Ungewöhnliches passiert? Ich könnte mich nicht erinnern, dass Baldur sich seltsam verhalten hätte. Obwohl, jetzt, wo ihr fragt, am Tag seines Verschwindens habe ich etwas im Wald gesehen. Ich habe aus großer Entfernung zwei Elfen gesehen, die etwas hinter sich herzogen. Unser Land ist bei den Jägern beliebt, also dachte ich mir nichts dabei. In welche Richtung sind sie gegangen? Nach Süden und Westen. Wenn euer Weg euch dorthin führt, könntet ihr euch vielleicht nach Baldur umsehen. Die Skal wären euch dankbar. Begonnen eine neue Starnriemenquelle. Suche Baldur Eisenformer. Gut, ja. Jetzt kriegen wir doch eine Quest von denen aufgedrückt. Gehen wir auf die Suche. Mensch, das ist aber ziemlich windig hier. You aren't a very talkative, are you? Nee. I always open up for you. I mean to you. Ich bin immer sehr offen für dich. Ich meine, zu dir. Die hat irgendwie lustigerweise Wortspielereien immer dabei. So, das und das. Willen beugen will ich nicht unbedingt haben, sondern am besten, das. Wow. Alter, es schleudert mich vor nach rechts. Warum zeigt mir... Warum lockt mich... Locker. Warum lockt mich der Weg denn hier hin? Sophia, du schaffst es. Lauf. Oh, sie ist runtergefallen. Na, die wird hinterher geportet. Siehst du, da ist sie. Gut. Gehen wir weiter. Da ist schon mal ein Tempel. Kann mir aber nicht vorstellen, dass er im Tempel ist. Warte mal. Ach, die sind in einer verlassenen Hütte. Okay, dann laufen wir da hin. Ich muss aber... Boah, da müssen wir quer durch gesamt... Tempel vom Meer. Müssen wir den gesamten Punkt ja durchqueren hier. Wenigstens schneit es nicht mehr. Also die sind sowieso jetzt erstmal die letzten Folgen von Dragonborn, würde ich sagen. Dann geht's wieder rüber nach Himmelsrand und dann geht dann auch schon das nächste Addon los. Downgord. Das beginnt dann direkt, wenn wir Kontakt aufnehmen. Also wenn wir die Quest angehen. Komisch cremt, hatte ich gerade einen Gegner gesehen. Ich rede mal nicht so viel, weil ich habe so leichte Halsschmerzen. Oder mehr so einen trockenen Rachen, das ist sehr, sehr übel. Oh, wir sind schon da. Talmor? Talmor.
das hier sind hierher und nicht weiter. Ihr gibt es nicht für euch. Bis hierher und nicht weiter von dieser Hütte. Zurück! Sonst werdet ihr es bereuen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Also gegen Sophia hast du sowieso keine Chance. So, Talmor. Na. Haben die Talmor ja so. Die entführt. Würde mich fast nicht wundern. Da ich sowieso gegen die noch eine Rechnung offen habe. Geschriebene Notiz und ein Schlüssel. Gut, die nehme ich mal beides an mich. Allmählich werde ich angesichts eures mangelnden Fortschritts ungeduldig. Wenn ihr den Schmied nicht brechen könnt, sehe ich mich gezwungen, einen fähigen Vernehmer zu finden. In ihrem nächsten Bericht erwarte ich vielversprechende Resultate. Ah. Ah, wie Arschloch. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Hier ist ja niemand. Aber eine Truhe, die leer ist. Ah, Geld. So, hilf mir doch jemand! Okay. Hier ist niemand. Beim Altschöpfer, ich hoffe, dass ihr hier seid, um mich zu befreien. Fremdling, ich erinnere mich an euch. Ihr habt doch die Skal von dem dunklen Zauber befreit. Dank sei dem Altschöpfer, dass ihr gekommen seid. Diese verfluchten Elfen haben mich entführt. Seid ihr schwer verwundet? Braucht ihr Heilung? Nein, meine Wunden sind nicht schwer. Ich glaube nicht, dass die Elfen mich verletzen wollten. Vielleicht wollten sie mir Angst einjagen. Im schlimmsten Fall kann ich jetzt ein paar blaue Flecke vorzeigen. Warum haben die Talmor euch entführt? Das Wort Talmor sagt mir nichts. Aber wenn ihr die Elfen meint, sie haben versucht, hinter die Geheimnisse des Stahlriemschmiedens zu kommen. Ihr Anführer, ein Elf namens Ankarion, besitzt eine Karte. Er sagt, auf ihr sei eine geheime Stahlriemquelle verzeichnet. Stahlriem? Wir wissen ja eigentlich, was das ist, aber wir fragen es nochmal. Verzaubertes Eis. So hart wie Eisen. Und so kalt wie der Tod. Aus Stahlriem können tödliche Waffen geschmiedet werden. Aber diese Kunst beherrschen nur die Schmiede der Skal. Wo finde ich diesen Ankarion? Sie haben ein Schiff. Sie haben mich dorthin gebracht und mir die Karte gezeigt. Ihr findet es an der Nordküste der Insel. Bitte lasst nicht zu, dass Ankarion seine Waffen herstellt. Tötet ihn oder lasst ihn am Leben. Aber nehmt ihm die Karte ab. Sie gehört den Skal. Ich werde zum Dorf zurückkehren. Bringt mir bitte die Karte dorthin, sobald ihr sie habt. Und vielen Dank. Möge der Altschöpfer eure Tage segnen. Ja. So sei es. Nicht mal drehen den Dietrich und schon geht die Truhe auf. Das wird immer einfacher. Gut. Das ist sehr gut. Wir sind hier unten fertig. Ach, ich glaube, die ist draußen. Die läuft draußen umher. So. Wo müssen wir hin? An die Nordküste. Da waren wir eigentlich auch schon.
Und da war nichts, soweit ich weiß. Also machen wir uns auf den Weg. Ich würde sagen, heute mal erstmal eine kurze Folge, morgen vielleicht auch. In der nächsten Folge gehen wir dann in diese Richtung. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.